Hallöle, Freunde, Servus, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute geht's mal darum, dass mich Moonboon und der Exitus nominiert haben. Beide. Die haben sie wohl nicht abgesprochen, die Freunde. Aber Moonboon hat mich auf jeden Fall als erstes nominiert und da habe ich es auch schon vor X, ich glaube 2 Wochen gelesen. Und hab's irgendwie immer wieder vor mich hingeschoben. Und es tut mir echt leid, auch an die zwei. Sowas ist eigentlich nicht meine Art, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich es verplant und dann wieder, und hier und das machen. So, worum geht's eigentlich? Und zwar wurde ich von denen nominiert, dass, ja, was ist mein schönster Moment in WoW? An was denke ich am liebsten? So, was sind die schönsten Momente aus dem Spiel? Und wie auch schon der liebe Moonboon gesagt hat, reise ich da ein ganzes Stück, eine ganze lange Zeit nach hinten für den ersten von meinen zwei schönen WoW-Momenten. Der erste, der muss einfach erzählt werden und der ist einfach auch das, was das Spiel irgendwie spielenswert gemacht hat von Anfang an. Und es war die Fantasie und die Geschichte hinter dem Ganzen. Da wird mir glatt der Hals trocken vor Freude. Denn viele heutzutage, gehen wir mal in die heutige Zeit kurz, viele sehen das heutzutage alles ein bisschen falsch. Es ist natürlich geil zu raiden und das mache ich auch sehr gern. Und es ist geil, wenn ihr in sämtlichen Foren unterwegs seid und immer am meisten Ahnung von eurer Klasse habt und noch geiler ist es, wenn ihr dieses Wissen dann auch noch teilt und das auf eine nette Art und nicht, wie leider heutzutage viele, mit Rumheulerei, Nerven, Gepusche, was weiß ich. Ja, aber das Wichtigste an diesem Spiel, und das wird heutzutage sehr oft vergessen, das möchte ich auch immer wieder mit meinem Let's Play, mit meinem Lore-Let's Play von Ashiril, möchte ich das so ein bisschen ins Leben rufen und habe ich damals auch schon mit meinem alten Let's Play von Max, dem Schurken, gemacht. Dieses Spiel hier, es geht um die Fantasie. Nicht für jeden, aber für mich ganz, ganz stark. Es geht um den Spaß, um das Entdecken, um das Erleben einer Welt, in der ihr einfach nicht nur Zahlen seid oder euch messen könnt an, wer hat am meisten Mythic Raids gecleared und wer ist aber schon seit 20 Jahren lang am Gold Cap, sondern es geht eigentlich darum, die Welt zu entdecken. Und wer diese Welt nicht entdecken will oder wer bei diesem ganzen Spiel hier nicht wirklich mitmacht und sich nur auf die Zahlen konzentriert und nur darauf der Beste zu sein, der kommt hier auch nicht weit. Das wollte ich mal vorneweg sagen, weil ich das einfach ganz oft merke. Das Geile an dem Spiel ist einfach, ja, das Spielen, das Genießen, nicht das Beste zu sein. Ihr könnt in eurem Beruf, in der Schule das Beste geben. Natürlich könnt ihr auch im Spiel das Beste geben. Ich versuche natürlich ja auch, sonst würde ich ja keine Goldgeiz machen oder Allgemeingeiz. Ich versuche ja Leuten zu helfen, irgendwas rüberzubringen. Ich weiß, dass ich da nicht immer der Beste bin und die besten Guides mache etc. oder auf jeden Fall die neueste Sachen oder so habe. Aber ich versuche einfach das, was ich hier finde, weiterzugeben. Und genauso versuche ich das aber auch bei dem Spaß am Spiel, wie gesagt, mit dem Let's Play. Und jetzt hören wir mal auf mit Schleichwerbung von, hey, Let's Play, schaut euch an, blablabla, sondern gehen wieder mal zurück in die Vergangenheit. Meine Eltern haben mir das Spiel gekauft, endlich war ich bereit, das Ganze mal wirklich zu zocken. Ich hatte die Chance, ein Spiel zu spielen, und es war damals nicht üblich, indem ich online weiterkam, Gegenstände sammeln konnte, mit anderen tauschen konnte und auf fremde Menschen, auf fremde, und jetzt kommt der Trick, nicht Menschen, sondern auf fremde Charaktere und Rassen treffen konnte. Für mich war die Welt einfach mal lebendig. Ich kam da rein und vermutlich habe ich gedacht, dass sogar die Wölfe aus Spielern bestehen. Ich habe keine Ahnung mehr, aber es war einfach geil. Es war dieses Erscheinen auf der Welt, das Intro kommt, und einem wird erklärt, dass du der Held bist, der jetzt gerade die Welt retten muss, denn du bist wichtig und du musst deinen Weg gehen. Und somit questest du dich durch die Gegend,
Es gibt noch keine Add-ons. Und du bist einfach mal nur, man kannte es ja nicht anders, also war es auch nicht schlimm ohne Add-ons damals. Für mich am Anfang, ich wusste gar nicht, wie man Add-ons schreibt, beziehungsweise wo man sie runterlädt. Und mein Ziel war einfach nur, besser zu werden. Mein Ziel war einfach nur, die Welt zu entdecken, zu reisen, zu schauen, wo finde ich was. Ich habe relativ schnell das Angeln für mich entdeckt im Spiel und habe es genossen, weil ich immer dachte, irgendwann mal beißt dort ein Hai und dieser Hai wird mein neuer Freund, Begleiter und tötet andere Menschen. Nee, ich dachte einfach, ich kann da irgendwas Tolles fangen. Ich hatte noch kein WoW-Head im Kopf und dachte so, oh, guck mal, was in dem See geht. Ah, da beißen ja nur kleine Matsch-Snapper, da gehe ich nicht mehr hin. So, ich dachte, wenn ich lang genug angel, finde ich vielleicht irgendwann mal einen coolen Hai oder einen riesigen Wels. Und so war es dann auch. Ich habe so einen 18-pfündigen Wels oder wie das heißt, gefangen und war over the moon, over the moon und dachte mir so, geil, Leute, scheiß auf alle anderen Spieler, ich bin der King. Ja, da bin ich auch irgendwann mal in die Hauptstadt gegangen und habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht der King bin, sondern dass ich halt einfach nur der Level 4 Schurke bin, der im Kreis läuft, weil er die Taste irgendwie einrasten lassen hat oder so. Und es war chillig. Man hat Fragen gestellt und auch damals, viele sagen ja, damals hat keiner dumme Antworten gegeben. Nein, ich habe damals mit meinem Schurke gefragt, ab welchem Level kann man denn als Platte tragen? Und die haben gesagt, mit einem Schurke ab Level 40. Ich habe das geglaubt, ne? Ich habe mit 40 natürlich erstmal im Aha Plattensachen gekauft und dann gedacht, ich kann die ja noch gar nicht anziehen. Dann waren die, glaube ich, sogar ab Level 43. Dann habe ich extra nochmal ein bisschen gequestet und dann gemerkt, oder nicht gequestet, ich habe nie gequestet dann nach dem Intro, sondern einfach nur entdeckt und getötet. Also ich war dann quasi die meiste Zeit meines Lebens im Schlingdorntal zwischen Löwen und Gorillas und im Dämmerwald zwischen Spinnen und Wölfen waren es damals, glaube ich, und dann noch irgendwo anderes weiter oben auf der Map. Wie hieß denn das damals? Im Hinterland. Ich glaube, da war ich 90% meines jugendlichen Lebens im Hinterland und habe irgendwelche Tiere getötet. Und das war das Life. Es war geil. Und das Ganze war natürlich nicht nur, dass man, ja, sage ich jetzt mal, die Welt entdeckt hat, sondern man hat natürlich auch Leute in der Gilde gehabt, die man nie zuvor kannte, mit denen man auf einmal abends mal schreiben konnte. Teamspeak, da war ich 14, Teamspeak war auch noch nichts für mich. Nee, es war einfach mal geil, mit der Gilde zu schreiben. Und da ich niemand kannte anfangs, musste ich mich natürlich mit Freunden, mit Fremden auseinandersetzen und mit denen schreiben. Und es ging auch dabei nie ums Ego oder zu sagen, hey, du Napp, du weißt es noch nicht, ich zeig's dir jetzt, wie es geht. Sondern es ging immer darum, wow, da fragt gerade einer was und ich weiß die Antwort, geil, jetzt kann ich helfen. Und da hat man sich gefreut, da hat man geantwortet und man hat auch ziemlich schnell Kontakt zu anderen Spielern gehabt, ohne irgendwie jetzt, sage ich mal, diese Spieler ja stark zu kennen oder überhaupt mit denen jetzt erstmal 3 Jahre zu raiden, sondern man hatte einfach Kontakt, weil man hatte ja sonst niemand und man hat sich dann recht schnell arrangiert. Und das Problem heutzutage, um darauf mal kurz einzugehen, ist, viele Leute haben ihre Freundesbase erschaffen. Einige davon sind jetzt natürlich nicht mehr da im Spiel, die sind offline, haben keinen Bock mehr auf WoW. So, und diese Leute versauern dann langsam vor sich hin. Die sagen, ist doch alles scheiße, kommt da kein neuer Content und was weiß ich. Es kommt auch kein neuer Content gerade, es ist auch nicht so spannend. Aber neue Leute kennenlernen ist immer cool und das geht halt nicht, wenn du in deiner XY-Gilde bleibst von 1984, die sich mittlerweile schon zum 12. Mal aufgelöst hat und du eigentlich gar niemand mehr dort kennst. Du bist nur noch wegen Gildenname dort. 3, 4 Leute kommen im Jahr online, die du kennst. Die schreiben dann, was geht, du sagst alles scheiße, die gehen wieder offline, sondern es geht eigentlich darum, mal über den eigenen Schatten zu springen, sich auf neue Leute einzulassen, mit den neuen Leuten was zu tun, mit den neuen Leuten auch mal zu schreiben, mal ins Duell zu gehen, Spaß zu haben. Und das fand ich das Geile am Classic WoW. Nicht, dass ich jetzt einen Classic-Server will, nein, bitte nicht. Ich bin mittlerweile alt genug, um mir selbst Aufgaben zu geben und um mich selbst weiterzuentwickeln. Deswegen habe ich mir einfach gesagt, weißt du was?
Ich mache meine eigene Gilde, dort treffe ich immer neue Leute, einfach weil mich jetzt mittlerweile kennen mich schon ein paar, da trifft man neue Leute, es macht unglaublich viel Spaß, weil die Leute, die Gold Guides von mir angucken, die haben meistens auch noch Interesse am Spiel und die wollen eigentlich noch weiterkommen, mit denen kann man sich nett unterhalten und ja, immer wieder wird das unterschätzt, ich kriege sehr oft Tipps von Leuten, mit denen ich zum Beispiel jetzt aktuell schreibe, die sagen mir, was ich für einen Gold Guide machen könnte, die sagen mir andere Tipps. Was sie gerade so sehen, ich schaue mir das an und so, ist nicht immer sinnvoll, was die labern, aber es macht auf jeden Fall Spaß zu kommunizieren und das ist doch eigentlich das Spiel. Man darf nicht vergessen, damals Online-Spiel, woho, da gab es nicht viele andere und dann auch noch als Rollenspiel dann überhaupt nicht und das war halt schon klasse. Und wie gesagt, damals, ich bin wirklich durch die Welt gelaufen mit solchen Augen und oh ja, geil und hier angeln und dort mal kochen, ja, und dieses stetige Verbessern, aber immer erzählen. Ich weiß, ich hatte damals einen Mentor, der war für mich wirklich, ich sag mal, im Spiel mein Ein und Alles. Ja, der hat mir einfach geholfen, der hat mir alles gezeigt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich seinen Namen noch hinkriege. Es war auf Teldrassil Allianz-Seite damals noch. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Schade. Der Typ war Weltklasse, der war viel älter wie ich, 40 glaube damals, 43, hat mir alles gezeigt, was ich im Spiel wissen musste. Er hatte, glaube ich, selbst nicht so viel Ahnung, wenn man es jetzt aus dem heutigen Standpunkt sieht, aber er hat mir einfach mega geholfen. Und diese Freundschaft und Verbindung hat damals sogar 1 bis 2 Jahre lang gehalten. Dann ist das passiert, was sicher einige von euch kennen. Einige Freunde aus der Schule, aus der Klasse sind mit mir mit in World of Warcraft eingezogen und somit hat sich das natürlich wieder distanziert von den Fremden. Man ist wieder mehr in die Gruppe und in das Miteinander mit den Kumpels eingegangen. Aber ich komme jetzt gleich zur zweiten Geschichte. Nachdem das Ganze mit meinen Freunden dann beendet war und die dann auch alle nicht mehr so gezockt haben, stand ich wieder vor der Wahl. Ich war alleine, ja, spiel weiter oder lass es schleifen und hör auch auf mit World of Warcraft. Ich war schon kurz davor und da habe ich mir gedacht, weißt du was, früher war ich auch das Beste am Spiel, dass ich nichts kannte und niemanden kannte und bin darauf mega abgegangen, hab dann quasi wieder ein bisschen gesucht, hab eine Gilde gefunden, die Gilde From Darkness to Life auf Erida. War mega nice, hatte richtig Spaß mit denen, hab richtig coole Freundschaften entdeckt. Ja. Und das mal noch so. Und in diesen Freundschaften habe ich dann zwischendurch auch noch jemand Neues kennengelernt, dort in der Gilde, der sich eigentlich nur als guter Spieler rauskristallisiert hat und da ich mich immer verbessern wollte, hatte ich, glaube ich, einige Fragen damals an ihn. Und so hat man sich dann halt öfters mal im Teamspeak getroffen und gelabert, über die schlechten Spieler abgezogen, was man halt so macht als Jugendlicher und einfach gechillt. Und aus dieser Freundschaft entstand dann eine Idee, dass wir gemeinsam zusammen leveln wollen. Und zwar in Mist of Pandaria mit ihm und noch einem anderen Kumpel, dem Dennis. Silith und Dennis. Moranta, sein Ingame-Name. Silith und Moranta durften dann oder haben dann mit mir gelevelt. Und das war wirklich eine der geilsten Zeiten. Wir haben ungefähr 4 Tage zusammen komplett verbracht. Hatten mega viel Laune im Teamspeak, haben nur Scheiße gelabert und haben alles gemeinsam entdeckt, weil so ein neues Add-on, wenn man nicht gerade in der Alpha ist, und danke Blizzard, dass ich nicht rein darf, ja. Da ist natürlich alles wieder frisch und es hat echt Spaß gemacht, sich gegenseitig zu helfen. Natürlich auch ein bisschen die Challenge draus zu machen, wer hat zuerst das und dies. Und somit sind wir da wirklich vorangeschritten, haben das Ganze gemacht und ich habe es dieses Mal wieder wiederholt in Warlords of Draenor. Ich habe wieder mit Silith gelevelt. Wir hatten mega viel Spaß. Es ist einfach, ja, also viele von euch werden das sicher kennen, da. Man lernt sich ganz anders kennen. Davor haben wir nicht so viel miteinander gemacht und wo wir dann zusammen gelevelt haben, ab da war es dann fertig mit der Freundschaft. Also wir haben nur noch zusammen gechillt. WoW war kaum anders vorstellbar, ohne mit den Jungs was zu machen. Und das ist halt schon geil. Also da muss ich sagen,
Das sind Erfahrungen im Spiel, wo ich einfach nur sagen kann, Leute, wenn ihr irgendwie gerade stecken bleibt und ihr merkt, eure Freunde sind weg, der Spaß lässt nach, bevor ihr aus dem Spiel raus euch verpisst, sucht euch eine nette Gilde und versucht nochmal neu anfangen. Vielleicht jetzt zu leechen, guck mal, jetzt bin ich gestorben vor Dummheit. Versucht das Ganze mal vor Legion auszutesten oder zu Legion. Und ich bin mir sicher, einige von euch werden da über ihren Schatten springen und nochmal richtig, richtig viel Spaß haben, weil sie einfach wieder neu mitten im Leben stehen, kann man sagen. Also probiert's aus. Ich danke nochmal für die zwei, die mich nominiert haben. Wie gesagt, Moonboon und Exitus. Und ja. Ich nominiere niemand. Ich finde so Spiele eigentlich ganz okay. Allerdings habe ich niemanden mehr gefunden, den ich noch nominieren könnte, weil ich dachte, alle hätten es irgendwie schon. Und ouch, sterbe ich gleich wieder. Warum sehe ich denn eigentlich den Castbalken noch nicht? Moment, Freunde. Wollen doch jetzt aber nicht sterben. Oh shit. Das muss ich euch da auch noch mitnehmen hier. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass ihr das euch noch kurz mit angucken möchtet, müsst. Okay. Hat sich doch gerade noch gelohnt. Klasse. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, was haltet ihr davon? Was sind eure Lieblingsgeschichten? Ich meine, von euch, von meiner Community interessiert mich das auch immer wieder. Haut's raus, sagt mir, was da bei euch so abging und ja, was euch am meisten Spaß in WoW gemacht hat. Bis dann, liebe Freunde, haut da rein, ciao!